Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli von Yusha und wir spielen noch eine Runde Dragon Age Origins. 1 bis 3. Okay, da hängt ein Gefangener schon wieder. Wir haben das oft mit Gefangenen zu tun. Dieser hat einen Namen. Hi. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Nö. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. No. Lasst mich in Frieden. Okay, ihr seid ein Gefangener, wer hat euch eingesperrt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Ja. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen, selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Nick. Er redet, aber es kommt kein Ton dabei Aber raus. das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Das wissen wir bereits. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Ja. Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Okay. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Wir holen ihn ja später noch. Wir müssen ja erstmal mit der ehrwürdigen Mutter quatschen. Nochmal. Aber erst einmal haben wir hier draußen ein wenig was zu tun. Danach können wir immer noch zurücklaufen. Müssen wir dann ja wahrscheinlich sowieso. Okay, da geht's nicht weiter. Rennen wir gleich hin. Wir haben ein paar Stiefel gefunden. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Toll. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ach. Na dann. Ach, jetzt werden wir auch noch vom Flüchtling angegriffen. Na, wenn die da sonst nichts zu tun haben. Schon gegen Flüchtlinge kämpfen. Oh, da sind ja noch mehr. Wo kommen die denn her? Ist schön, dass die alle betäubt sind. Und auf den nächsten. Einer ist da noch. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Das stimmt. Da hast du recht. So, das war's. Tja. Selber schuld, wenn die uns angreifen. Ich meine, man sieht ja wohl, dass wir Kampferfahrung haben. Wir sehen nicht aus wie Flüchtlinge oder so. Naja, was soll man dagegen noch sagen? Oder dazu. Da sind schon wieder Banditen. Sie haben so gewollt. Es war ihre eigene Entscheidung, auch wenn es töricht war.
Die da hinten haben uns entdeckt. Oder wir sie. Irgendwie so. Hi. Genau so wird es geschehen. Ich weiß. Ah, oh, die haben Hunde dabei. Lauf nicht noch weiter weg, du! Elendiger. Das war's für den. Da. Das war's. Oha, Alistair geht's gar nicht gut. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen. Ich denke mal, ach, wir überleben schon. Und dann sind wir plötzlich tot. Naja, er regeneriert sich ja relativ schnell. So, er hat Geschenke. Ein bisschen Geld, kann die schaden. Da hinten sind noch Kräuter und da kommen wir eh gleich nochmal vorbei. So. Dann wollen wir mal gucken, ob da noch einer was für uns hat. Sieht nicht danach aus. Todeswurzel. Aha, da sind die letzten Banditen. Zu denen gehen wir gleich. Oder sie kommt zu uns, auch nicht schlecht. So, der Hund ist schon hinüber. Sag mir das doch mal einer. Ende. Ja. Wo ist denn Alistair? Ach, hier. Okay, auf zum nächsten. Echt mal, verteidige dich. Oh, da ist ja noch einer. So. Mit der heroischen, dramatischen Musik haben wir auch diesen Kampf gemeistert. Ich bin schwer begeistert. Wir räubern natürlich die Truhe aus. Und den Sack. Ja, da kennen wir ja keine Gnade. keine Geschenke. Pff, langweilig. Aber da hinten kriegen wir ein bisschen was. Von dem Ra... da können wir gleich mal was gucken. Ob was für uns dabei ist. Und wir haben ja auch noch die gute Liliana, die Helmet. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie sind unsere Gegenstände alle auf Englisch. Das war früher mal nicht so. Keine Ahnung. Soll mich aber auch nicht stören. Mir ist das egal. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Yay, riesige Spinnen. Das wäre was für Charlie. Die würde sich jetzt freuen. Okay. Wie genau komme ich an... Für sowas haben wir die guten Brandbomben. Allerdings ist die Reichweite ziemlich klein, was ein bisschen traurig ist. Und werfen wir sie einfach mitten rein, dann sind immerhin drei betroffen. Hahaha. Die sind voll gut.
Nein, die Viecher sind überhaupt nicht creepy. Ein schöneres Gemetzel, aha. Na dann. Okay. Giftextrakt. So, wir sind ganz gut weggekommen gegen die Spinnen. Genau so wird es geschehen. So, eine habe ich übersehen. Jetzt haben wir ein bisschen Giftextrakt zusammengesammelt. Ich will mal gucken, ob da in der Höhle irgendwas... Nee, es ist nur eine Wölbung. Okay. Was ist hier hinten noch so Spannendes? Gar nichts, da geht es nämlich nie weiter. Okay, dann sind wir hier hinten ja schon fast durch. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt hier noch tun soll. Ich kann aber jetzt, da wir ein bisschen Gift haben, Schlangengift. Pflanzen mehrere Reptilien gefunden, Fachmänner, die mit einem schwachen Gift beschichtet sind. Ja, ich habe halt keine Ahnung, ob das das ist, was der haben wollte von uns. Ich weiß es nicht. Da, hier waren wir noch nicht. Aber selbstverständlich. Habt ihr das gehört? Ach, das ist die... Ich dachte gerade, hier wäre irgendein monsterhaftes Monster. Wo wir gerade dabei sind, wir haben... Na gut. Ich suche etwas Bestimmtes, aber ich sehe es nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht in der nächsten Runde, wir müssen ja nochmal laufen. Hier liegen noch ein paar fleißige Skelette in der Gegend rum. So, dann schauen wir erstmal in der Taverne, ob wir unsere Aufgabe jetzt erfüllt haben. Das ist sie nicht. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht, aber ihr... Das behaupten die Templer doch immer. Naja, aber diesmal ist es wahr. Ah, jetzt wurde das Gespräch wegen dem anderen Gespräch unterbrochen. Naja, gut. Schade eigentlich, dass wir das nicht zu Ende miterleben durften. So. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ja, ich habe, was ihr wolltet. Großartig! Wenn diese Dinger auf mein Land kommen, wird ihnen das eine Lehre sein. Hier ist ausreichend Gold, um eure Ausgaben zu decken. Und noch etwas obendrauf! Okay, wir haben die Quest absolviert. Hier sind wir also fertig. Dann gehen wir jetzt zur Anschlagtafel. Hast du schon die neuen Rekrutierer gesehen? Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich fort, kam aber immer wieder zurück. Warum? Ist das so ungewöhnlich? Es war mein Zuhause.
Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Okay, sie sind fertig, den kann ich jetzt... Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. So, wir haben 3 Gold erhalten für die Erledigung der Banditen. Mein letztes Andenken. Gedankt sei den Dorfbewohnern, die den Flüchtlingen in dieser finsteren Zeit ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und eure noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Sarah, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Erbauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters mit runden Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder Einwohner sie in der Wildnis finden, möge er bitte ihren Leichnam oder ihre letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Betrag von 50 Silberlängen vergelten. Möge der Erbauer auf uns alle herabblicken. Das machen wir natürlich. Wir haben den Jungen immerhin hergeschickt. Okay, ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern Ted und seines verstorbenen Sohnes. Der Erbauer sei mein Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstungen bewaffnet sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Enith zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten in der Schöpfung des Erbauers und es würde den nördlichen Höfen beruhigen und Teds Familie Trost bringen, wenn ihre Pelze erbeutet würden. Als Slytherins Kantor lobe ich hiermit einen Sovereign für denjenigen aus, der diese Aufgabe und damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Lichte des Erbauers baden können. Ja, es sind Bären, keine Abscheulichkeiten. Das ist nicht sehr freundlich. So, wenn wir gerade mal hier sind, dann können wir schnell mal in die Kirche laufen und mit der ehrwürdigen Mutter quatschen, damit sie unseren Kunari-Freund aus dem Käfig entlässt. Weil wir das ja so abgemacht hatten und so. So, weiter geht's. Ich habe immer noch keinen Schlüssel für den Schrank. Ich hätte gern einen, aber ich habe noch keinen. Hallo. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Ich wollte, dass er freigelassen wird. Ich hätte Verwendung für ihn. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ich hatte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen und unter meine Aufsicht stellen könntet. Und was haltet ihr davon, Leliana? Ihr kennt euren Gefährten besser als ich. Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt. Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Wahrscheinlich hätte ich den Schlüssel bei irgendwem stehlen können. Das ist natürlich, weil wir das nicht können. Aber ganz ehrlich, shit happens. Ich werde jetzt wegen einem abgeschlossenen Schrank nicht weinen. Im Gegensatz zu meinem Timer, der jetzt weint, weil es sind 20 Minuten um. Aber...
Es gab da etwas, das ich vorher noch tun wollte. Ich habe vergessen, was. Aber ich weiß, es war da. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich hab's vergessen. Ich hab's schlicht und ergreifend einfach vergessen. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü.